Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich habe das Video gerade schon aufgenommen, habe 15 Minuten gelabert und habe einfach nicht auf Aufnahme gedrückt. Deswegen das Ganze hier nochmal. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, so ein Video zu machen, aber wegen den ganzen Fehlinformationen, die in den letzten Tagen umhergingen, habe ich mich dazu ein bisschen gezwungen gefühlt, hier einmal Aufklärung für meine Community und für euch zu machen. Und zwar geht es um einen Umfragebogen, wo eventuelle DLC-Preise geleakt wurden bzw. veröffentlicht wurden. Ich möchte, dass ihr direkt mal im Hinterkopf behaltet, dass solche Umfrage-Sachen bei Blizzard Standard sind. Da werden bestimmte Leute ausgewählt. Wahrscheinlich werden die ihre Leute da haben, die diese Umfragen bekommen. Und auch bevor Diablo 4 überhaupt in den Handel kam, gab es schon so eine Umfrage. Ich kann euch mal ein Bild hier einblenden, wo man gesehen hat, ey, das und das könnte vielleicht im Base Game kommen. Das im Hinterkopf habe ich hier ein Video rausgepickt von einem amerikanischen YouTuber, der wohl in Anführungsstrichen eventuell Zugriff auf diesen Umfragezettel hatte, weil es gibt zwar einen Reddit-Post, es gibt einen Forum-Post, aber so wirklich, wenn ihr da mal nachsucht, Diablo 4 Expansion Survey, also Umfrage, gibt es wenig Bilder und Videomaterial. Deswegen ist man sich auch noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich alles stimmt, was hier erzählt und gezeigt wurde. Aber gehen wir mal davon aus, das Ding kommt von Blizzard und dieser Umfragebogen existiert wirklich. Möchte ich mit euch einmal diesen Umfragebogen durchgehen. Und ich verspreche euch, nachdem wir den durchgegangen sind, werdet ihr das ganze Thema mit anderen Augen sehen und ihr werdet ganz beruhigt heute Abend schlafen gehen und das Ganze verstanden haben. Wir gehen hier einmal durch. Oben der Preis fängt an mit Option A, B, C und D. $69, $49, $79, $99. Ich möchte, dass ihr sofort im Hinterkopf behaltet, das sind eventuelle Zahlen, die sich irgendein Marketing-Team ausgedacht hat und die nicht final sind. Also es könnte sein, dass die Option D in den Handel kommt. Wieso in den Handel, erkläre ich später noch. Oder Option A in den Handel kommt, oder Option B, oder Option C, oder vielleicht zwei davon, oder alle vier, wir wissen es nicht. Es ist nur eine Umfrage, wie es eventuell sein könnte. So, jetzt möchte ich mit euch einmal die verschiedenen Sachen durchgehen. Fangen wir mit dem ersten an. Das ist ein Hero-Skin, das heißt ein Klassenskin, ein Skin, den wir noch nicht haben. Da sehen wir bei Option A schon mal nichts. Option B bekommt einen Skin für die neue Klasse, Option C auch und Option D kriegt einen Skin für alle Klassen, das heißt 6 Skins. Das nächste ist ein Mount, ist auch relativ schnell erklärt. Option B bekommt was, Option C bekommt was und Option D bekommt was. Das seht ihr schon. Option A für $70 kriegen weder einen Hero Skin noch einen Mount. Dann seht ihr hier unten Platinum. Platinum, das ist die Ingame-Währung vom Spiel. Damit könnt ihr euch Skins im Shop kaufen. Da seht ihr Option A $20, Option B $10 und Option C $30 Value. Wenn wir nur das abziehen von den genannten Preisen oben, sind wir bei Option C bei 49, Option B 39 und Option A 49. Ne? Schon mal ein kleiner Denkanstoß. Dann gehen wir mal weiter im Video. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, weil, wie gesagt, ich nehme das Video gerade zur Zeit mal auf. Das Video werde ich euch unten verlinken, wenn ihr euch das in kompletten Länge angucken wollt. Ist vielleicht auch ganz interessant, was der Amerikaner da zu erzählen hat. Und was auch ganz wichtig ist, Leute, ich habe noch nie, glaube ich, so viel Recherche für ein Video gemacht. Es war so schwierig, hier Informationen zu bekommen. Und ich bin ganz froh, dass ich hier auf dieses Video zurückgreifen kann, weil das die einzige Quelle ist, wo dieser Umfragebogen überhaupt irgendwie zu finden ist. Versucht den selber mal zu finden, ist sehr schwierig. So, stopp. Platinum pro Season für ein Jahr heißt 4 Seasons. Dann haben wir da nochmal $40, $120 bei C und $80 bei Option D. Wenn wir uns nur mal Option C angucken, ihr erinnert euch, die für $79, wären wir jetzt theoretisch im Plus. Dann Wings, Option A und D bekommen welche. Wings freuen sich ja viele drauf. Dann einmal Battle Pass, der dazu kommt. Auch wieder A, B und C kriegen Battle Pass. Und jetzt wird spannend, Leute. Jetzt aufpassen. Early Access. Option A und Option B bekommen 4 Tage Early Access. Ihr wisst, da bin ich sofort hooked. Das heißt, für mich kommt nur noch Option A oder B in Frage, C und D nicht mehr. Ich will Early Access haben. Ich will früher reinstarten. Ich kann nicht noch mehr als 4 Tage warten. Ich bin süchtig. Und dann kommt der wichtigste Punkt von allen, der Companion. Ein Companion, ein kleines Männchen, ein kleines Tier, was euch hinterherläuft und euch Zugriff auf eure
Lager gebt und das Gold für euch einsammelt. Und das wird es in Option B und in Option C geben. Eine ganze Season, bevor es überhaupt launcht. Das heißt wahrscheinlich für März, April, Mai, Juni, Juli, August oder so. Deswegen wisst ihr jetzt schon, der Lou, der wird Option B nehmen. Ich will den Companion im August oder Juli schon haben und ich will auch den Early Access 4 Tage früher haben. Also für mich kommt nur noch Option B in Frage. Gucken wir weiter. Dann ein Town Portal Skin, irrelevant AF für mich. Early Access to a Functional Item. Da wird es wieder spannend, Leute. Aufpassen. Functional Item ist kein Skin. Functional Item ist ein wirkliches Item. Und bei Option A haben wir ein Unique. Das heißt, entweder eine Waffe oder eine Rüstung. Irgendein Unique Item, was später dann released wird. Was ihr aber damit Early Access bekommt. Und bei Option B einen legendären Aspekt. Gucken wir weiter. Additional Stash Space. Bedeutet, mit Option A bekommt ihr ein, mit B und C jeweils 2 und ich wette, das Ganze werdet ihr dann auch einzeln kaufen können im In-Game-Shop, entweder mit Platinum oder dann sowas wie 4,99 für 2 Stash-Tabs oder ich weiß nicht, auf jeden Fall Stash-Tabs wird es später geben. Ich frage mich, ob die das Problem schon behoben haben mit den Lagern, weil die hatten ja das Problem, weil es ein MMO ist, dass man nicht so jederzeit das Lager von allen sich herum laden muss und das große Probleme bereitet und deswegen gibt es nicht mehr Lagerplatz, ob das einfach gelöst wurde oder ob die einfach die Serverkapazität erhöhen, bin ich gespannt. Und jetzt, ihr seht es schon, kommt das Wichtigste vom Wichtigsten vom Wichtigsten und zwar Base Game, weil Option A und Option B wird Diablo 4 included haben. Das bedeutet, das ist einmal das Base Game plus der DLC. Und wir erinnern uns, Option A war $69, Option B, die Option, die ich nehmen will, sind $49 gewesen. Mit mega viel Platinum, mit einem Companion, mit Early Access, mit Diablo 4 included. Wäre für mich für Steam übrigens sehr geil, dann hätte ich für Steam auch noch das Game. Also für $49 wollt ihr mir sagen, dass es teuer ist. Ja, die $99-Version, die ist krass. Aber wir wissen ja nicht, ob das wirklich final ist. Was das für Skins sind, die da reinkommen. Wir haben, dürft nicht vergessen, ganz oben waren 6 Skins für alle Klassen. Also jede Klasse ein Skin. Das macht, wenn ihr euch die Skins im Laden kaufen würdet, theoretisch $100 aus. Also, ich hoffe, ich habe jetzt 8 Minuten gequatscht. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wieso man das Ganze echt mit viel Vorsicht betrachten muss. Es ist eine Umfrage. Es ist nicht so schlimm, wie ihr denkt und es ist auch nicht so teuer, wie ihr denkt. Und es sind viele coole, geile Details drin, worauf wir uns freuen können. Mehr Lagerkapazität, mehr Skins. Obwohl, ist mehr Skins wirklich so geil? ein Companion, da freue ich mich mega drauf. Und. Also, lasst mal gerne eure Meinung jetzt unter den Kommentaren. Ich hoffe, ich habe es vernünftig erklärt, sodass jeder jetzt verstanden hat, dass es nicht so schlimm ist, wie es gemacht wird. Und würde mich sehr über ein Follow auf dem Kanal freuen, über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.